vergiss es nie. Dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie. Dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, eine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt, so wie du's grad tust. Vergiss es nie, niemand sieht den Himmel ganz genau wie du. Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt. Und solche Augen hast alleine du. Vergiss es nie, du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld. Denn du kannst leben, niemand lebt wie du. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou. Ja, der Clou, ja, du bist du. Ein herzliches Hallo zum heutigen Gottimpuls. Wir sind Reinhard und Franziska Hauke und freuen uns, dass du dabei bist. Wir hoffen, dass du es in Ordnung. Es ist einfach etwas persönlicher. Und das heutige Thema ist das auch. Heute wird sich alles ums Thema Taufe drehen. Aber vielleicht einmal aus einer anderen Richtung als gewöhnlich. Aber begrüßen wir zunächst den, der uns das Leben und die Taufe geschenkt hat. Danke, Vater, dass du hier bist. Danke für die Möglichkeit, Gott Impuls auszustrahlen und danke für alle, die das ermöglichen. Bitte segne diese Andacht und führe jedes Wort und jeden Ton zu deiner Ehre. Amen. Vor einiger Zeit bat mich eine Freundin, ein Lied für einen Taufgottesdienst zu schreiben. Nichts leichter als das, dachte ich. Die Eindrücke meiner eigenen Taufe standen mir noch sehr deutlich vor Augen. Und ich setzte mich hochmotiviert ans Werk. Ich wollte schreiben, wie aufgeregt ich an diesem Tag war. Wie wundervoll der Hainbergsee in Meusewitz, einer Kleinstadt unweit von Altenburg, im September-Sonnenschein glitzerte. Ich wollte diesen Moment beschreiben, als der Pastor, der ein T-Shirt mit der Aufschrift Jesus trug, sagte: Franziska Hauke, ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde jubelte: Amen. Das Eintauchen ins Wasser, der Blick durch die Oberfläche und endlich das Auftauchen. Ich wollte umschreiben, wie froh ich war und gleichzeitig fassungslos, dass das jetzt tatsächlich passiert war. Wie mein Herz hüpfte, ich bin getauft. Und wie mich eine applaudierende, singende Gemeinde und Rainer mit einem Handtuch am Ufer empfingen. Ein großartiges Erlebnis. So hätte ich das vertonen wollen. Aber dann wurde mir bewusst, ja, ich habe das so erleben dürfen. Aber ist nur das Taufe? Was ist mit den jungen Leuten, für die ich dieses Lied schreiben soll? Sie werden in einem Taufbecken in einer freikirchlichen Gemeinde getauft. Kein See, kein Ufer. Was ist mit den Menschen, die in Kirchen
mit vergleichsweise wenig Wasser getauft werden. Mit den Kindern, die keine Erinnerung an diesen Moment haben, deren Taufe mit der Konfirmation oder Kommunion bekräftigt wird. Sind diese dann alle gar nicht richtig getauft? Doch, schon. Aber dann kann die Erinnerung an meine Taufe nicht der richtige Soundtrack, nicht die richtige musikalische Umrahmung für sie sein. Alle Versuche, dieses Lied zu schreiben, scheiterten. Die jungen Leute wurden Gott sei Dank trotzdem getauft, nur ohne meinen musikalischen Beitrag. Es ging ein paar Wochen ins Land und dann halfen mir, wie so oft, Begegnungen mit Menschen, mich dem Thema zu nähern. Und wie so oft, wenn man mit Gott unterwegs ist, führt er durch seine Kinder in Richtungen, die man nicht vermutet hätte. Folgendes passierte. Rainer und ich machten Musik bei einer Familienfeier hier in Altenburg, im Weindepot am Richard-Wagner-Platz. Als wir ankamen, lief dort eine wunderbar freche französische Musik, die ich später aufgegriffen habe. Es wurde viel getanzt, ausgelassen, gefeiert und unser Feierabend wurde erst gegen 2 Uhr morgens eingeläutet. Um mich zu verabschieden, ging ich an die Bar. Der Kellner spülte gerade die letzten Gläser. Über den Abend hinweg hatten wir mit ihm schon einige scherzende Worte gewechselt. Beiläufig sagte ich zu ihm, so, wir müssen jetzt schnell unsere Technik ins Auto laden, weil wir morgen früh raus müssen. Früh raus? Fragte er, zum Sonntag? Ich antwortete, ja, wir gehen zum Gottesdienst, 9.30 Uhr geht's los. Es entstand eine kurze Stille und dann sprudelte aus dem jungen Mann 10 Minuten lang hervor, dass er mit Gott und der Kirche nichts am Hut hätte, dass er sich nur auf sich selbst verlässt. Damit sei er immer am besten gefahren. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Und er beendete seine Geschichte mit den Worten, aber ich bin ja getauft. Eine weitere Begegnung mit einer Frau an der Kaffeebude auf dem Altenburger Markt war ähnlich eindrucksvoll. Freudestrahlend zeigte mir die Dame auf ihrem Handy ein Bild ihrer erst wenige Monate alten Enkelin, die gerade getauft worden war. Sie erzählte mir, dass die Feier mit den Kerzen in der Kirche wunderbar gewesen sei, dass sie das weiße, spitzenbesetzte Taufkleidchen selbst für ihre Enkelin ausgesucht und gekauft hatte und wie feierlich schön die Zeremonie in der Kirche gestaltet war. Ich fragte sie, warum sie das Mädchen taufen ließen. Sie antwortete, damit sie in die Gemeinschaft der Christen und der heiligen christlichen Kirche aufgenommen wird. Bei uns werden Kinder eben getauft, aber gläubig sind wir nicht. Nach diesen und einigen weiteren Erlebnissen bei Konfirmationsfeiern begann ich mich zu fragen, was ist da los? Wie ist es möglich, dass so viele Menschen die Taufe empfangen haben, aber ohne Gott, also gottlos, leben? Und mir wurde klar, bevor ich die Taufe vertonen kann, muss erst ein anderes Lied geschrieben werden. Kurz nach 2 Uhr morgens, ich erzähl's, muss jetzt los, weil für mich der Sonntagmorgen früh beginnt. 9.30 Uhr Gottesdienst, du guckst verständnislos und ich seh in deinem Blick, du denkst, die spinnt. Eben noch haben wir doch hier zusammen gefeiert. Du wischst die Theke und sagst, ich schlaf lieber aus. Dann kommst du mit diesem Satz noch angeleiert, ich bin ja getauft. Mein lieber Mann, das nützt dir leider wenig, denn du bist in die falsche Richtung unterwegs. So ein Tröpfchen Wasser macht noch lang nicht selig, wenn du danach nur deine eigenen Wege gehst. Du wirkst auf mich, als ob du sonst auch keine halben Sachen machst, doch warum hört das dann bei Gott wieder auf? Es wird Zeit, dass du dich umdrehst und dich auf die Socken machst mit Verlaub. Du bist ja gottlos und getauft. Vor 8 Uhr morgens, ich trink Kaffee mit einer Frau an der Bude und sie zückt ihr Telefon. Sieh mal meine Enkelin, sie zeigt sie mir genau, auch getauft haben wir die Kleine neulich schon. In der Kirche war die Feier wirklich herrlich, auch das Kleidchen stand ihr toll, das ich gekauft. Aber gläubig sind wir gar nicht, bin ich ehrlich, Kinder werden halt getauft. Ohne Gott nützt dir die Taufe leider wenig, auch wenn ein Bibelvers im Patenheftchen steht. So ein Tröpfchen Wasser macht allein nicht selig, wenn man zwar konfirmiert, doch vor der Kirche steht. Ich weiß, du wolltest nur, dass Gott
das Wasser ist es, was es dafür braucht. Seht lieber zu, dass es dein Leben stets auf Gottes Stärke stützt und an ihn glaubt. Sonst ist sie gottlos und getauft. Sagt, ihr sollt werden wie die Kinder, damit ihr voll Vertrauen in seine Arme lauft. Ohne ihn bist du nur ein getaufter Sünder, verloren und verkauft. Leider ist da bei dir echt was schiefgegangen. Wir haben vergessen, dir zu sagen, wer du bist. Doch Gott hat sein Werk an dir längst angefangen. Deine Taufe ist keine Waschanlage für künftige Sünden und kein Polizist für Kindersicherheit. Keine Feier nur um Kerzen anzuzünden und keine Modenschau im reich bestickten Kleid. Kein Ritual, um eine Oma zu entzücken und keine Tradition schön abfotografiert. Kein frommer Wunsch, um einen Säugling zu beglücken und auch kein Akt, der der Gemeinde imponiert. Deine Taufe ist das Zeichen, dass du Jesus angehörst. Du starbst und standst auch mit ihm wieder auf. Es kann sein, dass du das alles hier zum ersten Mal hörst. Kehr um und lauf zu ihm. Dafür bist du getauft. Deine Taufe ist das Zeichen, dass du Jesus angehörst. Du starbst und standst auch mit ihm wieder auf. Es kann sein, dass du das alles hier zum ersten Mal hörst. Kehr um und lauf zu ihm. Dafür bist du getauft, geliebt und gebraucht. Du bist geliebt und wirst gebraucht in Gottes Reich, hier auf Erden. Dein Leben ist kein Zufall, keine Laune der Natur. Du bist geschaffen aus Liebe, frei geworden durch Jesus, mit ihm gestorben und auferstanden in ein neues Leben mit ihm. Das ist und bezeugt Taufe. Kann es sein, dass du das gar nicht weißt? Und auch nicht, dass wir wichtige Aufgaben haben. Aufgaben, die nicht erfüllt werden, wenn wir unseren Platz nicht einnehmen. Hast du dich schon mal gefragt, warum in manchen Kirchen und christlichen Gemeinden die Mitgliederzahlen schrumpfen? Manche Gemeinden, wie kürzlich die FEG Bonner, sogar schließen müssen. Warum ganze Landstriche nur noch einen Pfarrer haben, wo es vor gar nicht allzu langer Zeit Dorfpfarrer und reges Gemeindeleben gab? Oder hast du dich schon mal gefragt, warum so viele Menschen aufgewühlt und unzufrieden sind? Familien zerbrechen und der Grundton in vielen Bereichen so rau und unversöhnlich ist. Nun, es könnte daran liegen, dass so viele Menschen lieber gottlos, also ohne Gott, leben wollen. Sie nehmen ihren Platz nicht ein, an den sie eigentlich gehören, den sie ausfüllen und der sie ausfüllt, der dringend gebraucht wird in den christlichen Gemeinden und im alltäglichen Leben. Sie lernen nicht von Jesus, weil sie nie von ihm hören. Jeder von uns ist von Gott ganz bewusst in diese Zeit gestellt worden, so verworren sie dieser Tage auch sein mag. Oder gerade weil diese Zeiten so verworren sind, und unsere Fähigkeiten dazu beitragen sollen, neue Wege einzuschlagen. Vielleicht wäre der junge Kellner genau der Mensch gewesen, der anderen mit seiner freundlichen, offenen Art den Weg zum Glauben ebnet und hier und da kräftig anpacken kann und mutig Dinge verändert, die sich festgefahren haben oder gar falsch laufen in Kirchen und Alltag. Vielleicht wäre die Dame an der Kaffeebude eine übersprudelnde Glaubenszeugin gewesen, wenn sie nicht von einer Familientradition berichtet hätte, sondern davon, wie glücklich sie ist, dass ein geliebtes Familienmitglied seinen Weg mit Jesus beginnt, umgeben von Menschen, die gern dabei helfen. Und vielleicht bist genau du der Arbeiter, der bei der reichen Ernte dringend gebraucht würde. Matthäus 9, Vers 35 bis 38.
Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und Gebrechen. Und als er das Volk sah, jammerte es ihnen, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ja, es berührt zu sehen, wie zerstreut und verloren Menschen versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen und sich dabei völlig verirren, weil sie ohne Hirten sind. Viele sogar, obwohl sie getauft sind. So viel Kummer, Leid und Verlorensein könnte geheilt werden, wenn Menschen umkehrten und den Platz einnehmen würden, den Gott für sie erdacht hat. Heilung für sie selbst und andere. Du bist geliebt und gebraucht. Die Talente und Fähigkeiten, die Gott in uns angelegt hat, sind dazu da, sein Reich hier in dieser Welt zu bauen, zu nähren, zu heilen, zu versorgen, einander zu helfen, zu erfreuen, zu bereichern und dafür seine Botschaft in Wort und Tat weiterzutragen. Such ruhig einmal nach den Dingen, die du besonders gut kannst, die Talente, die einfach da waren. Das war Gottes Geschenk an dich, um deine Rolle im Leib einzunehmen. Ein Leib mit verschiedenen Gliedern und Aufgaben. Ein Glied braucht das andere und kann ohne dieses nicht richtig funktionieren. Was wäre die Hand ohne den Arm? Der Fuß ohne das Bein? Was ist der Leib ohne das Haupt? Unvollständig. Es würde nicht funktionieren. Jesus ist das Haupt der Gemeinde, des Leibes. Und wir sind die Glieder. Ein jedes an seinem Platz und mit seiner Aufgabe. Du fehlst. Das ist deutlich zu spüren und zu sehen in den christlichen Gemeinden und im alltäglichen Leben. Deine wichtigen Aufgaben bleiben entweder unerfüllt oder ein anderer, der die Begabung an dieser Stelle gar nicht hat, ist gezwungen, sie zu übernehmen. Man kann sich gut vorstellen, was passiert, wenn der Fuß die Aufgabe der Hand auszufüllen versucht oder gar der Mund die Aufgabe des Ohres. Aber wenn wir uns aufmachen, Gott vertrauen und unseren von ihm zugewiesenen Platz einnehmen, versichert er uns: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Vielleicht geht es dir wie dem Kellner im Weindepot oder der Frau an der Kaffeebude. Vielleicht hast auch du schon als Konfirmand auf einer Kirchentreppe gestanden oder bist früher einmal in einer christlichen Gemeinde gewesen, hast aber ihr und Gott irgendwann den Rücken gekehrt. Vielleicht denkst du auch, dein Leben funktioniert ganz gut ohne Gott. Aber bedenke, Gott hat sein Werk an dir längst angefangen. Und dass du heute hier dabei bist, ist sicher kein Zufall. Die Taufe, wie auch immer geschehen, setzt hier in dieser Welt den Startpunkt für deinen Weg nach Hause, deinen Weg zu Gott in ein ewiges Leben mit ihm. Und das beginnt nicht irgendwann nach unserem irdischen Leben, sondern hier in unserem Alltag und unseren Gemeinden, damit der Segen auch bei den Menschen ankommen kann. Geh den Weg, weil du dafür auf dieser Welt bist, weil du geliebt und gebraucht wirst. Die Worte des Kellners kommen mir wieder in den Sinn. Ich habe mit Gott nichts am Hut, aber ich bin ja getauft. In der Bibel, im Markus-Evangelium, sagt Jesus: Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Harte Worte. Aber wie geht denn das mit dem Glauben? Gibt es da eine Anleitung? Kann ich mich entscheiden zu glauben? Was brauche ich denn dafür? Davon erzählt eine weitere Begegnung, ein Gespräch, das ich mit einem Mann ebenfalls auf dem Altenburger Markt geführt habe. Du sagst, du würdest gerne glauben, und du kannst es einfach nicht. Und ich sehe in deinen Augen, du sehnst dich nach dem Licht. Du
Du sagst, du kannst ja Gott nicht sehen. Und dir fehlt da der Beweis. Kannst die Kirche nicht verstehen. Und ich sag, ich weiß. Deine Augen sind blind, deine Ohren sind taub. Doch das kriegen wir hin, glaub. Frag einfach Gott, wo er ist. Sag ihm, wie zweifelnd du bist. Und das geht. Spricht zu dir in seinem Wort und hört dich an jedem Ort, wo du stehst. Im Gebet. Du sagst, ich hab ja nichts dagegen und meinst den Gott, den's gar nicht gibt. Ich sag, durch ihn bist du am Leben. Du ahnst ja nicht, wie er dich liebt. Du fragst, wie kann ich ihn denn finden? Und langsam bricht bei dir das Eis. Ich sag, du musst dich überwinden. Du sagst, ich weiß. Du musst sein wie ein Kind, das dem Vater vertraut. Dich zieht's längst zu ihm hin. Glaub. Frag einfach Gott, wo er ist. Sag ihm, wie zweifelnd du bist. Und das geht. Zu dir in seinem Wort und hört dich an jedem Ort, wo du stehst. Im Gebet. Und deine Worte, die müssen nicht fromm und heilig sein. Er kennt dich lang schon und weiß, wie du sprichst. Öffne dein Herz im Gebet und lass Gott hinein. Ich garantiere, du verlierst dabei nicht. Frag einfach Gott, wo er ist. Sag ihm, wie zweifelnd du bist. Und das geht. In seinem Wort und hört dich an jedem Ort, wo du stehst. Im Gebet. Ich sag, nur Gott hilft dir zu glauben. Und ich bete gern für dich. Du nickst mit Glanz in deinen Augen. Gleich hier. Heute nicht. Du sagst, ich würde gerne glauben. Eine Entscheidung für Gott? Gleich hier? Heute nicht, sagte der Mann und sah dabei nicht wirklich glücklich aus. Warum eigentlich nicht heute? Gott hat sich für uns entschieden, obwohl und während wir ihm den Rücken kehren. Als Jesus gekreuzigt wurde und damit all den Schmutz auf sich nahm, an den wir uns immer wieder hängen, wurde ein anderer freigesprochen. Barabbas.
ein berüchtigter Verbrecher, der ebenfalls zum Tode verurteilt war. Das sind wir. Er wurde begnadigt und bekam die Freiheit zurück. Einfach so. Und Jesus starb an seiner, an unserer Stelle. Und mit ihm all die Sünde, unsere Sünde. Wir dürfen uns entscheiden, mit Jesus aufzuerstehen in ein ewiges Leben bei Gott. Sein Name steht nun auf uns und nicht mehr Barabbas, Reinhard oder Franziska oder... Und wenn wir uns entscheiden für ihn, gelten die Worte Jesu. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Man könnte auch sagen, bitte Gott darum, glauben zu können. Such ihn und du wirst überrascht sein, wo du ihn überall entdeckst. Klopf an, er lässt dich nicht draußen stehen, wenn du zu ihm hereingehen möchtest in den Glauben. In Matthäus 28 steht, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus meint hier nicht, belehrt die Leute, weil ihr alles besser wissen sollt. Er meint, erzählt den Menschen von mir, weil aus dem Hören Glauben entsteht und aus Glauben Jünger, Nachfolger Jesu. Da ist sie, die Anleitung. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und der Glaube entsteht nicht, wenn wir uns abwenden. Er entsteht nicht automatisch, nur weil wir getauft sind. Wir müssen dafür Gottes Wort hören, mit den Ohren und mit den Herzen. Wir dürfen uns entscheiden, den Weg, den Gott uns bereitet hat, zu gehen, jeden Tag, schon hier, in dieser Welt, bis in sein ewiges Reich. Das ist gemeint, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus verspricht, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Er geht ihnen mit, unseren Weg, jeden Schritt, jeden Tag. Vielleicht erinnerst du dich nicht an deine Taufe, weil du noch zu klein warst. Vielleicht doch, aber sie hat bislang keine große Rolle in deinem Leben gespielt. Vielleicht hast du dich auch noch nie mit diesem Thema befasst. Für alle drei Varianten gibt es die gleiche Antwort. Geh los, stell Fragen, suche Gott. Da ist sie, die Entscheidung. Jesus ist bereit, dich auftauchen zu lassen in ein neues Leben. Du darfst es ergreifen. Bleib nicht länger abgetaucht im Dunkeln, sondern durchbrich die Oberfläche, komm ans Licht, denn dort ist dein Platz. Setz dich Gottes Wort aus. Lies in der Bibel. Sprich mit anderen Menschen darüber, die das tun. Dafür sind christliche Gemeinden da, wie auch immer sie heißen. Oder auch mit Menschen, die es noch nicht tun. Bitte Gott, deinen Glauben zu mehren, sein Wort verstehen zu können. Und bring ihm auch deine Zweifel, er kennt sie ohnehin. Das nennen wir Beten. Nur Gott selbst kann dir Glauben schenken. Aber er verspricht auch, dass er niemanden abweisen wird. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Lass deine Taufe, ob und wie auch immer geschehen, keine leere Phrase sein, sondern ein Geschenk, das Gott dir macht, um dich zu erinnern, ich gehöre zu ihm und er wirkt hier in dieser Welt mit seinem Heiligen Geist in mir und durch mich, um sein Reich zu bauen, an dem Platz, der für mich vorgesehen ist. Und ich kann dir aus tiefstem Herzen bezeugen, es tut wirklich gut, den Bestimmungsort für die Begabungen, die Gott in uns angelegt hat, zu finden. Nicht irgendwann, sondern hier und heute. Amen. Und mein Tauflied, das konnte ich dann doch noch schreiben, aber nicht für die beiden jungen Leute bei dem Taufgottesdienst, sondern vielleicht heute für dich. Weil du bist, kann ich sein, nur mit dir find ich Heim. Weil du lebst,
lebe ich ab heute für dich, weil du sprichst, kann ich hören, weil du rufst, zu dir gehören, weil du tust, tu auch ich, durch und für dich, und ich tauch mit dir ein, so tief es nur geht, steige mit dir empor, wo die Ewigkeit steht, und du tauchst mich hinein. Der Vorhang in zwei. Du gabst alles für mich, hast bezahlt und gesühnt, und ich hab's nicht verdient. Und ich tauch mit dir ein, so tief es nur geht, bin geheiligt und rein. Mit mir geht, he guides my walk over the sea, mich aus den Fluten reißt, even if I'm down or I'm afraid, wenn mein Mut mal untergeht, and I know I'm free because he paid, sage ich heute ja, nimm das Geschenk heute an, das nur Gott geben kann, und ich steh mit dir auf, von der Bahn uns gemeinsam beten. Gott, ich danke dir, dass du uns die Taufe geschenkt hast. Ich danke dir für jeden Getauften und bitte dich, segne sie. Segne all jene, die dich noch nicht gefunden haben. Bitte hilf ihnen, den Platz zu finden, den du für sie erdacht hast, im Himmel wie auf Erden. Bitte segne auch die Menschen, die dich gefunden haben, die bereits Kraft, Zeit, Mut und Liebe in dein Reich investieren. Hilf ihnen, weil wir ohne dich nichts tun können. Und bitte, du Herr der Ernte, sende Arbeiter in deine Ernte, damit in allen Städten, Dörfern und Kirchen das Evangelium von deinem Reich verkündet wird, damit die Krankheiten und Gebrechen dieser Zeit geheilt werden und dein zerstreutes Volk in dir seinen Hirten finden kann, der es sicher nach Hause führt. Danke, dass du uns liebst und uns hilfst, zu dir zu finden, auch mit der Taufe. Amen. Wenn du dich heute angesprochen gefühlt hast, wenn dein Herz sich bewegt
oder du Fragen haben solltest, findest du nach Gott Impuls mehrere Kontaktmöglichkeiten. Aber auch da, wo du wohnst, gibt es ganz sicher christliche Gemeinden und Menschen, die dir gerne zuhören und Fragen beantworten. Du wirst sehen, wenn du es möchtest, bist du auch dort schnell per Du. Und gib nicht gleich auf, wenn du nicht auf Anhieb die richtigen Leute triffst. Bitte Gott darum, dir dabei zu helfen. Gott Impuls ist auf YouTube und Facebook jederzeit zu sehen. Hier bei Altenburg TV läuft die Wiederholung der Sendung heute um 18 Uhr und am Mittwoch um 12 Uhr. Vielleicht kennst du ja jemanden, der genau diesen Impuls sehen sollte. Dann sag es gerne weiter. Möge Gott, dein Vater, dich leiten und dir Vertrauen in ihn schenken. Möge Jesus dein Hirte sein, der dich sicher nach Hause führt. Möge dich der Heilige Geist dazu befähigen, Segen zu empfangen und zu sein. Amen. Es war schön, dass du dabei warst. Einen schönen Tag und bleib behütet.